Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires. Und zwar mit mir, Emmy. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, nachdem ich die letzte Folge geschnitten habe und mir nochmal angeguckt habe, habe ich entschlossen, ich starte diese Mission einfach nochmal neu. Denn man muss auch mal eine Niederlage zugeben. Man muss mit Niederlagen umgehen, auch wenn es weh tut. Nichtsdestotrotz, ich gestehe mir diese Niederlage ein und beginne noch einmal von vorne. So, die packen wir jetzt erstmal, wen auch immer wir haben, zusammen, von wo auch immer die anderen kommen werden. Wir brauchen auf jeden Fall das und Häuser haben wir erstmal, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern, sondern darum, wir machen definitiv nochmal zwei Knüppelschläger, ja. Ich mache zwei Knüppelschläger, ich brauche erstmal Verteidigung. Also die Ruine lasse ich da auf jeden Fall erstmal Ruine sein. Das Einzige ist, was wir gucken können, ja, unser Hafen wird angegriffen, wenn wir einen bauen. Das ist das Problem. Unser Hafen wird angegriffen, sobald wir einen bauen und vernichtet. Aber da kriegen wir natürlich die meiste Nahrung her. Ne? Das darf man ja jetzt auch nicht vergessen. Oder wisst ihr was, ich baue mal schnell einen Hafen. Und dann kann der ja hier weitermachen. So, den Hafen, genau, den baue ich hier hin. Und danach lasse ich ihn wieder weiter Holz sammeln. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Kämpfer gesammelt. Wisst ihr was? Die Musik ist mir ein bisschen zu laut. So, Spieleinstellungen. Ja, hier seht ihr das, die Spieleinstellungen. Aber erstmal hier Musiklautstärke. Okay, so. Ich hoffe, das geht so. Wenn nicht, ja, kann ich euch nicht helfen. Nein. Ah, ja, wir sollen die Ruine erobern und Nahrungsvorrat von 800. Im Prinzip brauchen wir nur die Nahrung auf Vordermann irgendwie bringen. Und dann an der Ruine was bauen, aber... Und da kommen sie schon, unsere Gegner. Wir lassen nicht zu, dass sie uns... Oh, die haben Äxte, oder? Ja, die haben schon Äxte. Ah, shit. Okay, okay, es läuft, es läuft. Wir brauchen noch einen Dorfbewohner. Und wir machen nochmal einen neuen Axt. Aber wir brauchen auch die Axt, ne? So funktioniert das hier nämlich nicht. So, Erkundungsschiff. Ja, haben wir kein Holz für? Haben wir auch kein Holz für. Sehr schön. Oder doch nicht schön. Oh, wir haben nicht mehr so viele Leute. Leute. Das hat jetzt gepasst. Da kommt schon der Nächste. Ja, irgendwie müssen wir das hinbekommen. Warte mal. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen. So, 50 Holz. Reicht das für erstmal für ein Fischerboot? Wir brauchen nämlich Nahrung. So, wir 100 Nahrung. Wir brauchen Verteidigung. Wir brauchen definitiv Verteidigung. Und oh, oh, ja. Yeah. Da kommen noch mehr. So ein Kack. Einer läuft noch, ein Knüppelschläger. Okay, okay. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr. Diesmal möchte ich mich nicht so... Oh, hier unser Schiff. Fischkutter. Ne, komm hier. Wir werden noch früh genug angegriffen. Aber diesmal möchte ich mich nicht einfach so zurückschlagen lassen. Und das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal Nahrung, ne? So, da ist Nahrung. So, haben wir noch... Ne, einen rumstehen haben wir nicht. Wir haben nur diese Leute hier. Genau, du kommst da auch hin. So, wir haben einen, der Holz fällt und ne, zwei Holzfäller. Jo, tatsächlich. Und zwei davon. Gut. Ich denke, wir brauchen jetzt ein paar Kämpfer, oder? Noch. Dass die uns verteidigen... Oh, hallo? So. Dass die uns verteidigen, sobald wir angegriffen werden. Und dann... wir brauchen eigentlich nur Nahrung sammeln, im Prinzip. Ja, und das machen wir ja hier schon. Aber ich will mich natürlich auch nicht überrumpeln lassen. Und mich vorher platt machen lassen. Okay. Boah, hier liegen schon ganz viele Leichen rum. Krass. Wenn man näher rangeht, ist die Grafik nicht ganz so nett, finde ich. So geht's. So, Fisch haben wir.
135 brauchen wir für ein Kriegsschiff, das uns ungefähr hier so ein bisschen verteidigt, ja, damit wir die Nahrung weiter gewährleisten können. So, dann machen wir noch mal hiervon noch ein und warten, bis wir wieder ein bisschen. Oh, ja, da war es dann hin mit der Nahrung. Ich lasse ihn mal hier hingehen. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Nahrung. Oh Gott, nee, Moment, Moment. So. So, das kriegen wir schon irgendwie hin. Der könnte sich auch verteidigen. Hallo, lass meinen Mann in Ruhe. Brauchen noch ein bisschen Nahrung hier. Ah, jetzt ist er tot. Oh, das ist ein Drecksack. Sorry, aber ist so. Ja, jetzt haben wir keine Nahrungsquelle mehr, außer diese Fische. Und das Blöde ist, ich brauche Kämpfer, aber auch Helfer, ne? Wir machen trotzdem Kämpfer. Und ja, was machen wir mit euch? Moment, Moment. Marktplatz. Verbesserung. Bedingungen für Bauernhöfe. So. Wir machen einen Bauernhof, dann können wir nämlich Nahrung anbauen. So. Genau, einer steht noch rum. Nee, der braucht zu lange. Aber wir machen nochmal das. So. Ein paar Kämpfer haben wir hier, aber die sind auch nicht mehr ganz gesund, alle. Naja, es geht, es geht. So. Alle beschäftigt. Hier haben wir noch kein Boot, Schiff, wie auch immer. Na komm, bau mal ein bisschen. Jawohl, jetzt können wir. Im Moment, jetzt kann er. Genau. Na komm. Ach so, 75 Holz. Okay. Dann geh noch mal Holz sammeln. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Ich mache noch mal einen Kämpfer. Es ist immer besser, ein paar Kämpfer noch zu haben. Es läuft ein bisschen. Ich will es nicht zu verschreien, aber ein bisschen besser als vorher läuft es schon. Ja, von daher. Ich will es aber nicht verschreien. So. 75 Holz. Jetzt können wir hier Nahrung anbauen. Oh, Manometer. Läufst du dahin? Ja, super. So, ein paar Kämpfer haben wir jetzt. Gucken, was da noch so kommt. So, der kann hier gleich Nahrung machen. Genau, super. Das ist nämlich so ein Feld, wo Nahrung gemacht wird. Gut, wir brauchen noch mehr Felder, besser. So, der nächste wird neu. Da ist es schon. Da ist es schon. Ich habe nicht. Da sind zwei. Okay, ich brauche einen Dorfbewohner. Der Hafen. Nee, nee, stopp, 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 stopp. Ah nein, ich habe ihn genau reingeführt. Ja, unser Fischerboot. Ah ja, das bringt doch so alle nix. Erkundungsschiff braucht. Ja, das sind zwei, gegen die kommen wir nicht an. Wir könnten einen. Doch, einen Dorfbewohner können wir noch machen. So, du gehst jetzt reparieren. Genau, der hält jetzt so ein bisschen dagegen an. Ja, wenn zwei helfen, aber das dauert. Ja, doch, er kann dagegen anhelfen, ankämpfen. So, Nahrung nochmal. Und ihr könnt mal das hier zerstören. Muss ja nicht sein, dass hier bei uns fremde Leute ihre. Oh, wie sich das anhört, ne? Hammer. So, ja, das dauert ein bisschen, bis sie das für dich weggemacht haben. So. Holz, ja. Kommt es von der anderen Seite auch? So. Du wirst jetzt platt gemacht. Alle Kämpfer, Doppelklick auswählen, weiter darauf einschlagen. Du hast nichts zu tun. Du kannst Holz weitermachen. So. Okay, das läuft doch. So, einen Dorfbewohner brauchen wir noch. Na, jetzt wird unser
Mann hier beschossen. Kann das trotzdem? Boah, das hört sich an. Jetzt mach das doch endlich platt, Mann. Okay, wir brauchen ja im Prinzip nur Nahrung. Dann soll er das scheiß Schiff eben lassen. Nicht genug Holz. So, der macht Holz. Hier haben wir noch Kämpfer. Die holen wir mal in sichere Entfernung. Ich glaube, dass wir brauchen kein Schiff. Wir brauchen hier nur diese Bauernhöfe. Und müssen diese verteidigen. Okay, Kämpfer haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele. Machen wir jetzt noch einen Kämpfer. Ach komm, wir machen noch einen Kämpfer. Wir hätten uns eigentlich aufspannen sollen, bis wir die Axt haben. Aber wir müssen das verteidigen, bis wir so viele Nahrungsvorräte haben. Dann mit einem Dorfbewohner hingehen zu der Ruine und dort irgendein Gebäude errichten. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Okay. Jetzt machen wir ganz viele. Doch, und so, jetzt haben wir ein bisschen wieder was. Jetzt noch ein Dorfbewohner. Ich weiß, ich verbrauche das ganze Essen. Das hätte man anders machen können, aber es ist okay. Die sind beschäftigt mit unserem Hafen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das dauert auch noch ein bisschen. So, du machst nämlich auch einen. Am besten hier hinten hin. So. Oh, nicht genug Nahrung, ja. So, er hackt jetzt aber ziemlich ungünstig Holz. Ich glaube, ich lasse den mal hier Holz hacken. Damit die Schiffe, wenn sie damit fertig sind, nicht... Ne, die haben ja eine gewisse Reichweite. Bis hier irgendwo kommen die ja auch. Und deswegen, das ist ein bisschen blöd. So, noch ein Dorfbewohner. Sehr schön. So, hier können wir natürlich das hier... wenn, also das sind die Kosten, sind halt natürlich ziemlich hoch, ne? Dann plus 75 Nahrungsproduktion für Bauernhöfe. Und hier das gleiche mit Stein, Gold und Holz. So, du machst jetzt auch einen. Jetzt haben wir nicht genug Holz, ne? Ist ja nur einer da, der Holz hat, oder was? Da kommen sie schon, da kommen sie schon. Ja. Okay, haben wir. Sehr schön. Wir haben zwar auch ein paar Leute verloren. Ja, wir haben ein paar verloren. Aber wir können ja noch zwei neue machen, oder? Nee. Wir machen jetzt auch, dass die Äxte haben. Die sollen Äxte haben. Damit sie selber nicht so schnell sterben, weil sie die anderen schneller umhauen können. So, Nahrung kommt ja jetzt so ein bisschen rein. Vier Felder haben wir. Hier, die sind immer noch beschäftigt. Nicht mehr lange. Mal gucken, was die Schiffe dann machen. Boah, das ist das Laute, ne? Das ist auf einmal weg. Da lacht das hier wirklich an den Schiffen. So, und wir holen so ein bisschen zumindest schon mal auf. So, jetzt machen wir hiervon nur einen. Wir haben nämlich nur einen verloren. So, jetzt haben die Äxte. Seht ihr das? Vorher hatten die so Knüppel und jetzt haben sie Äxte. Und unsere Bauern, die sind sehr schön am Futter produzieren. Machen wir nochmal einen. Und ich denke, dann lassen wir es mal einfach laufen, um das Ganze auch irgendwann mal abzuschließen. Das dürfte ja eigentlich nicht so lang dauern. Ich hoffe, wir werden bis dahin nicht überrannt. Aber wir können ja zur Not noch mehr machen. So, jetzt... Hallo? Wieso? Ach so, ja, gut. So, direkt eins hier. Dann kann er ist nämlich direkt zack, zack, zack. Ne? So, Kämpfer. Wie viele haben wir? Naja, gut, aber die stehen eigentlich ganz gut. Der da hinten ist auch bald tot. Das bedeutet, ich muss noch einen machen. Ich muss, weil der wird dann nämlich, die kommen nämlich gleich wieder. Und alle von aus dieser Richtung, hier waren, glaube ich, nur ein paar Vereinzelte gewesen. Aber die kommen von hier aus dieser Richtung. Jetzt haben wir keinen... Man könnte natürlich sagen, jetzt zum Kornspeicher gehen und sagen, wir machen den Beobachtungsturm, aber der kostet. Oder können die das so... Nee, Moment, wo ist... Hier. Nee, den Turm können die noch nicht. Da kommt schon wieder einer.
So, den lassen wir hier mal als Wache stehen. Du baust da nichts und du errichtest auch nichts. Komm, kriegt ihr den nicht? Den müsstet ihr doch kriegen. Gehen einfach so hinterher. Nee, der lockt die nur alle weg. Das will ich nicht. Seht ihr? Oh, unsere Gegner haben keine Äxte, keine Steinäxte. Das heißt, unser Kumpel hier... So, genau, da haben wir so einen kleinen Vorteil im Moment zumindest. Und wir sind ja schon bei... Im Moment, ich wähle... Hallo, ich wähle die einfach alle so aus. Ah, schwierig. Ich hoffe, dass der eine Typ hier nicht hingegangen ist und da irgendein Gebäude errichtet hat. Weil sonst nehme ich jetzt mal eben schnell einen von meinen Leuten. Nee, nicht unbedingt den. Auch nicht... Ja, komm. Nehmen wir doch mal den... Moment. Ach komm, der ist sowieso. Wir gehen einfach mal mit dem hier rüber. Ich will nämlich nicht, dass die anderen da ein Gebäude bei der Ruine errichten. Das will ich nicht. Wir müssen jetzt praktisch warten, bis die Nahrung gesammelt haben. Hier. Die wir brauchen. Und in der Zeit unsere Leute hier verteidigen. Und so weiter und so fort. So. Hoffen wir mal, dass das andere Dingen, also der andere vom Gegnerteam, noch kein Gebäude dort errichtet hat. So, Ruinchen, wo warst du nochmal? Das war ziemlich weit am Rand, meine ich. Irgendwo hier oben müsste das doch gewesen sein, oder? So, da oder da, ich weiß es gerade mal nicht. Ein bisschen sehr weit in der Ecke. So, hier oben müsste das gewesen sein, oder? Bin ich jetzt ein bisschen... Nee, wir sind schon an der Ecke. Hä? Oder hier? What? Und ich sehe gerade, dass die Zeit vorbei ist, weil ich möchte so bei um die 20 Minuten... Oh, hier sind wir. Gut, das machen wir jetzt nochmal eben. Geht das auch, wenn wir ein Haus hier hinbauen, dass es reicht? Mal gucken. Na komm, das Haus lassen wir noch fertig machen und dann beenden wir die Folge. Jawohl, wir haben die Ruine erobert. Und genau das war mein Anliegen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge dabei seid und gucken, ob wir dann endlich unser Ziel erreichen. Und ja, danke. Ciao, ciao.